Hallo Na, wir sind hier bei Shogupanuki Dailies. Deine Tagesdosis Angeberwissen. Respekt und Anerkennung. Ich hätte nie erwartet, dass du das so einigermaßen flüssig, aber so ein bisschen wenigstens. Bruder, muss los, sag ich dir. Was? Ein bisschen Nasenblutenkappe, aber ja, ganz ja, normal. Genau. Ja, heute hier im Studio der Clint von Gonzales und Clint. Ich bin der Sashi. 8. September. Und wir reden über den 8. September, genau. Und am 8. September gibt es ein Geburtstagskind. Und das ist? Avicii. 1989 geboren. Ganz schön, ja gut, der hat natürlich ein bisschen was erreicht. Als Musikproduzent, ja. DJ so ein bisschen aufgelegt, jetzt auch Model, also habe ich gehört, Model. Der ist kein Model. Über so einen Laufsteg. Frank. Alle Clint. Model. Alle. Gut. Ja, und am 8. September ist auch Ulrike Meifert, kennst du? Kennst du? Locker nicht. Ulrike Meifert, 1982 ist sie, hat sie den Weltrekord im Hochsprung geknackt mit 2,2 Meter. Ja, okay. Das ist 2,2 Meter ist schon ganz schön hoch. Ich habe eben gedacht Stab, aber das ist nicht Stab. Ja, aber alles gut. Ist der Stab schon alleine 2,2 Meter oder wie viel? Locker. Ja. Wenn nicht höher. Ja, bestimmt. Also ja. 1982 war das. Aber ist gut. Fall. Ulrike Meifert, das war eine Ikone ihres Sports. DDR wahrscheinlich. Nein! Nicht? Gut. Frag ja nur. Nein! Ja, und am 8. September war noch was? Ja, internationaler Tollwuttag. Ja. Hast du mal drüber nachgedacht? Nee, überhaupt nicht. Bist du geimpft? Ja. Tetanus? Ja. Ja. Immer auf dem neuesten Stand. Der Impfpass. Ja, ganz wichtig. Dabei Deutschland sucht den Impfpass. Da können wir mal. Ja. Such den mal. Wenn ihr nicht wisst, wo der liegt. Bei euch in Buxtehude ist ganz wichtig, auch gegen Tollwut. Wegen dem Hasen und Igel. Wenn die nämlich, ja, die. Weißt du, kennst du das Märchen nicht? Mit dem Hasen und Igel? Nee, sag mal. Der Hase ist immer der Schnelle, der Igel der Langsame. Ja, das weiß ich. Das weißt du, guck mal. Und dann sagt der Hase irgendwann, er möchte ein Wettrennen mit dem Igel machen. Ja, ich kenne die Geschichte, aber die Frage ist, was hat er mit Buxtehude zu tun? Ja, wegen Tiere. Tollwut. Hä? Okay, das war mein Gedanke gerade. Ach so. Ja, meiner Gedanke. Du kennst ja, gut. Ja. Man sagt ja auch, also geht dahin, wo der Pfeffer weg. Also das Hase und Igel kenne ich natürlich. Ja, gut. Hast du geschrieben? Nee, weißt geschrieben habe ich es nicht. Wer denn? Das ist schon richtig alt, ne? Das müsste entweder Christian Andersen sein oder die Krims? Ja, ich hätte jetzt noch. Nee, die wäre es nicht. Was denn? Astrid Lindgren oder was? Astrid Lindgren hat Hase und Igel geschrieben. Nein, Heidi Kabel. Heidi Kabel so. Hat Hase und Igel geschrieben oder was? Nee, das war der Willi Milowitsch, war's, weißt du? Ah, guck mal. Ja, genau. Also so einen Scheiß habe ich schon lange nicht mehr gehört. 8. Aber September. Nur hier hört man sowas. Ja, genau. 8. September. Information. 8. September 1917, da ist im US-amerikanischen Repräsentantenhaus beschlossen worden, dass Alkohol verboten ist. Prohibition. Ich hatte gerade so einen kleinen Aussetzer. Was ist verboten? Alkohol, weißt du? Klingi, klingi. Warum machen die denn sowas? Prohibitionsgesetz, das war 1917. Ja gut, dass sie das aufgehoben haben, die Freunde. Ja, das haben sie irgendwann mal aufgehoben. Ja. Da gibt es doch diese ganzen Mafia-Filme, diese alten. Okay. Kennst du nicht? Die mit der Pate und so? Oder ist das zu früh? Nee, das ist zu spät, der Pate. Ja, aber ich meine, die Zeit her, kommt das hin? Oder? Nein, 1917. Ach so, ja, das ist zu spät. Läuft bei uns heute. Mal ehrlich. Der 8. September ist auch ein Tag, das ist... Al Capone. Ja. Sagt dir der was? Ja, der ist hier auf, ich weiß nicht, wie die Insel heißt. Alcatraz, Gefängnis, die Stars. Das kann sein, ja. Nee, ausgeboren ist er. Reingekommen, nicht. Alles. Reingekommen ist er wahrscheinlich. Auf jeden Fall, das ist voll anstrengend. 1917 wurde beschlossen. Ja. Ich sag's extra laut. Okay. Wurde beschlossen, dass Alkohol verboten ist in den USA. Ja, gut, kann sein, so. Machen ist ja nicht hier. Und das war am 8. September. Ja, 1917. Ja. Habe ich mir jetzt gemerkt. Gut, ich hoffe, ihr da draußen habt es wenigstens verstanden. Ja. Ja? Also, was wir hier so sagen. Von uns gegeben haben, immer. Ist jetzt, glaube ich, total durcheinander gewesen. Aber gequillte. Macht ja nichts. Gequillte was? Dünnflatter. Dünnflatter, genau. Ich wollte jetzt erst das. Ihr könnt jetzt, wenn ihr mehr von dem da sehen wollt, geht ihr jetzt auf den Kanal von Gonzales und Clint. Ja, finde ich bestimmt lustig. Ja, das ist immer sowas. Und ich muss jetzt erstmal in die Eistonne, das ist eine Katastrophe. Also. Ach, Martin Per Mettersacker. Cheerio, Miss Sophie. Ciao.